Willkommen hier zu einem neuen Video aus eFootball 2022 oder auch ja im heimlichen Jahr PES 2022. Es ist die 1.0 draußen, nachdem es ja nach dem ersten Release, sage ich mal, ja ordentlich abgestraft wurde von der Steam-Community und ich ja auch. Ich habe auch ein Video dazu gemacht. Ja, es war einfach ganz grauselig, ganz, ganz grauselig. Und jetzt hat eben die 1.0 und da habe ich mir gedacht, ja, müssen wir natürlich auf jeden Fall reinschauen, um zu schauen, ob irgendwann eine Hoffnung besteht, dass wir einen neuen, guten PES-Teil, sage ich mal, bekommen. Ich bin ja selber immer noch in PES 21 fleißig am Spielen. Deshalb schauen wir natürlich rein hier, was das große Update bringt. Ich bin natürlich jetzt ein bisschen später dran, das Update ist schon ein paar Tage draußen, kann es aber aus zeitlichen Gründen jetzt halt noch nicht anschauen, aber jetzt halt, habe ich mir gedacht, jetzt halt ist die Zeit, endlich mal reinzuschauen und wir sehen Season 1 underway. Season 1 ist also auf dem Weg hier. Wir sehen zudem hier gerade das Hauptmenü. Also wir haben, sage ich mal, kein Hauptmenü mehr, sage ich mal so ungefähr, sondern so wie ich das jetzt halt verstanden habe, werden wir gleich in so einen, ja, ich weiß nicht, ist es der MyClub-Modus oder ist es noch ein bisschen anderer Modus? Aber ich glaube, ich würde sagen, es ist eigentlich der MyClub-Modus, in dem wir hier eigentlich sofort reingeworfen werden. Ja, weil man hat halt genau das gleiche hier. Man hat sein Dreamteam, oder? Oh nein, was habe ich jetzt gemacht? Genau, man kann Events spielen, um da irgendwelche Teams wieder, irgendwelche Spieler wieder zu bekommen. Man kann natürlich hier haben wir unsere Strategie ganz normal, wie wir es halt aus dem MyClub-Modus kennen. Wir können uns Verträge holen von verschiedenen Spielern. Ich habe jetzt schon 502 G-Points, nenne ich sie mal, glaube ich. Ich weiß seit PES 16, seit der MyClub draußen ist, oder war 15 auch schon? Weiß ich gar nicht. Seitdem weiß ich nicht mal, wie die Dinge heißen. Also wir können uns hier auf jeden Fall ein paar Spieler kaufen. Für 1,2 Millionen, sage ich mal, können wir uns Lewandowski kaufen. Da muss man, sage ich mal, schon ein bisschen aufs Geld achten, weil zum Beispiel, was mir auch aufgefallen ist, in diesen besonderen Magic Moment Stars hier, ja, sehen wir jedes Mal, das heißt jedes Mal, aber hier sehen wir auf jeden Fall Echtgeldwährung. Aber da wollen wir jetzt, wir wollen nicht gleich mit dem Schlechten anfangen. Wir wollen erstmal jetzt ein bisschen ins Spiel reinschauen, wir wollen mal hier auf Season 1 Underway schauen, denn das ist jetzt, sage ich mal, genau, neue Gameplay-Ansatz, Erstellen eines Streamteams und Lizenzen. Das ist das Motto von dieser Season, sage ich mal. Also wir haben jetzt hier unseren MyClub-Modus, sage ich mal, mit den Featured und den Legendary-Karten da zum Beispiel, neue Challenges, so, alles was halt so, ja, wie halt der MyClub-Modus aufgebaut war. Dann gibt es neue Lizenzen für diesen Modus, also ich sag mal, das ist eigentlich der einzigste Modus im Moment, wann eben Meisterliga, wer das zur Legende und Co. kommt, weiß man immer noch nicht so genau. Das schauen wir auf jeden Fall noch. Man hat auf jeden Fall jetzt die J-League mit reingebracht und die MLS oder zumindest die MLS Player Association. So. Und die USL, also ich sag mal so die zweite Liga, in den USA, da hat man jetzt halt alle Spieler. Also wir haben, sage ich mal, theoretisch, wir können, wo kann man das denn schauen? Bei den Events, glaube ich, konnte man das schauen. Ich habe natürlich schon ein bisschen reingeschaut, mir hier auch ein paar Infos droppen kann. Genau, American League, da können wir sehen, Details, und da sehen wir nämlich die ganzen Teams, also wie sie halt in der MLS alle aufgelistet sind. Zweite sehen wir, nee, die zweite Liga ist da nicht dabei. Auf jeden Fall, sag ich mal, so viel Lizenzen wurden schon mal, sag ich mal, neu hinzugefügt. Auch eben die J-League ist voll lizenziert dann, sag ich mal, drin. Oder da kann man zumindest dann die Spieler holen. Soweit, sag ich mal, die Season 1. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen, außer, genau, Challenge-Events. Also es ist eigentlich, sage ich mal, ein großes Update insgesamt für den MyClub-Modus. Was mich natürlich jetzt halt am meisten interessiert, oder wahrscheinlich viele andere auch, ist, wie ist das Gameplay denn jetzt halt? Also wir haben ja im ersten Video, was ich auch irgendwo bestimmt verlinken werde, noch, ja, war es ja, sage ich mal, ein bisschen
Nennen wir es mal so, das Gameplay. Grafiktechnisch hier auch eher mau. Was mich auch ein bisschen stört, ehrlich gesagt, dass man hier in dem, sag ich mal, im Freundschaftsspielmodus weiterhin nur eine begrenzte Anzahl an Teams hat. Also jetzt hat man die MLS, ich würde jetzt schon gerne irgendwie, weiß ich nicht, mit den Sounders spielen oder mit Chicago Fire oder wem es halt alles gibt so. Aber dann werden wir auf jeden Fall weiter mit Bayern spielen und nehmen uns mal Juve als Gegner. So, und dann sollten wir jetzt, genau, wir hören die Fans, hören wir schon im Hintergrund und dann sehen wir auch schon die Double A. Die Cinematics, sag ich mal, die sahen, sag ich mal, im ersten Versuch, nennen wir es mal den ersten Versuch, den sie hatten, da sahen die ja schon auch eigentlich relativ gut aus, also somit, das sieht eigentlich weiterhin, das sieht schon eigentlich ziemlich geil aus, sag ich mal. Da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Auch die Dinger hier, die sind uns auch schon bekannt, sag ich mal, aus der ersten Version von letztem Jahr. Wie die da alle reingehen. Ist eigentlich auch ganz cool. Auch mit den originalen Werbungen, sag ich mal, von Emma Ender jetzt halt im Hintergrund zum Beispiel. Genau, die Trikotauswahl, die ist auch immer noch die gleiche. Immer aus die Trikots. Ja, ist ein bisschen blöd, dass das ein bisschen da drüber liegt, aber wir nehmen natürlich mal einfach das Bayern-Rote und bei Juve nehmen wir dann, ja, wir nehmen auch das klassische Juve-Trikot. Gehen wir weiter und dann schauen wir mal auf die Taktik, ob sich da irgendwie, ich muss sagen, ich weiß auch nicht mehr alles zu 100% von der ersten Version, weil da, ich habe, muss ich ehrlich gesagt gestehen, nicht mehr sehr viel reingeschaut, sag ich mal. Genau, jetzt können wir hier, denke ich mal, genau, Aufstellung ändern. Dann wären wir ein 4, 2, 3, 1 ganz rechts. Wenn wir hier irgendwo Spielstil. Moment. Also da können wir nur die. Gibt es hier irgendwo noch das zum Beispiel, wo man dann sagen kann, offensive Außenverteidiger zum Beispiel? Individuelle Anweisungen. Offensiv. Geht weiter als gewöhnlich auf. Also vielleicht das. Das sehe ich jetzt zumindest erstmal nicht. Deshalb lassen wir das jetzt einfach mal. Aufstellung. Wir wollen die Aufstellung jetzt, oder? Moment. Ah, okay. So. Dann machen wir hier ganz fix die Aufstellung. Wen haben wir denn hier? So, Davis haben wir schon hier. Sabitzer wechseln wir dabei auch raus. Für Müller. Dann wollen wir Sané da haben und Thomas wollen wir für Nianzou drin haben. Dann nehmen wir noch Gnabry raus für Kimmich und nehmen Pavard auf die Außen und dann natürlich noch Hernandez. Wir sehen, wir haben auf jeden Fall auch ein paar Youngsters dabei. Wanner ist dabei, Copado ist dabei, Ibrahimovic, Kern, also da sind einige Leute auf jeden Fall mit dabei. Bruna Masterclass ist natürlich auch am Start. Den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und würde ich sagen, sieht zumindest unsere Aufstellung schon mal ganz gut aus. Mir gefällt auch ehrlich gesagt das Menü. Es ist was anderes. Es ist auf jeden Fall halt, sag ich mal, ja, es ist ein Upgrade. Es ist ein Upgrade zu den PES-Teilen davor natürlich, sag ich mal. Gut, es war natürlich auch schon in dem ersten Versuch jetzt halt so, aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Deshalb gehen wir mal weiter. Genau. Und zur Partie. Auch wenn man sonst die Farbgebung, ehrlich gesagt, mit diesem Blau, Gelb und dann noch dieses Pink dazu, finde ich, ehrlich gesagt, das sind drei Farben, die einfach miteinander ganz grauselig harmonieren. Furchtbar wirklich. Aber naja, es kann einem auch nicht alles gefallen, solange uns das Gameplay, sage ich mal, gefällt jetzt halt inzwischen oder auch die Grafik oder am besten natürlich beides zusammen. Das wäre natürlich jetzt halt der Hauptgewinn, wenn wir das schaffen würden. Also die Cinematics sehen auf jeden Fall schon mal weiterhin auch ganz gut aus. Von den Faces her kann ich jetzt halt auch niemand ganz furchtbar erkennen. Das war ja auch sehr viele geile Screenshots, sage ich mal, und sehr viele Memes. Zu einigen doch relativ
strange aussehenden Faces, Spieler-Faces. Aber soweit ich das jetzt hier zumindest sehe, ich meine, die sehen alle eigentlich relativ gut aus. Schau mal auf die Aufstellungen. Wir fangen an mit Neuer, da weiß ich gar nicht, war das im ersten Versuch auch so? Das sieht eigentlich relativ cool aus, muss ich sagen. Wenn die da alle so. Sieht, sag ich mal, echt aus, sag ich mal. In echt kommen dann auch immer solche Bilder da, wo jeder versucht cool zu schauen. sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, muss ich sagen. Also, die Haare sind ein bisschen grisselig jetzt, aber an sich, wir wollen ja nicht nur die ganze Zeit am Lästern hier sein. Ansonsten würde ich sagen, kann man sich da auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall auch eine Neuerung, sag ich mal, im Vergleich jetzt dazu zum 21er Teil, der auf jeden Fall ziemlich cool ist, finde ich. Genau, da sehen wir die Aufstellungen, die ganze Ersatzbank. Und dann würde ich sagen, let's go rein ins Spiel und hoffen, sieht auf jeden Fall schon mal gut. Und wir sehen die Grashalme, das glaube ich mal im ersten Versuch, sag ich mal, nur teilweise so. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und dann sehen wir eine Kameraeinstellung, mit der ich eigentlich ungern spiele. Aber es fühlt sich, also der Ball fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen besser an, sag ich mal. Ich habe ein bisschen habe ich gekickt schon in dem Teil, muss ich sagen. Gleich am Anfang wird man halt reingeschmissen in ein kleines Tutorial. Was ich, sag ich mal, jetzt auch selber gespielt habe. Deshalb ein paar Tricks, ein paar Steuerungsansätze, sag ich mal, habe ich mir schon ein bisschen angewöhnt. Kann man auch nicht sagen. Ich habe einfach ein kurzes Tutorial gespielt, sagen wir es einfach so. Und ich muss jetzt ganz kurz die Kamera ändern. Kamera, so. Was habe ich denn immer? Ich habe immer den dynamischen Weitwinkel. Was haben wir denn sonst noch so? Die üblich Verdächtigen haben wir natürlich. Dynamischer Weitwinkel Benutzer definiert. Das ist doch was. Nee, glaube ich gar nicht so schlecht. Ja, genau. So spiele ich zumindest jetzt halt in meinem 21. Und jetzt können wir auch mal schauen, wie das hier so wirklich ist. Wir wollen natürlich hier ein bisschen Verstärkung anfordern. Das fühlt sich gar nicht so schlecht an. Gut, gelbe Karte, Schiri sind wie immer. Da kann man nichts sagen. Die greifen immer noch genauso. Gut, wenn wir jetzt halt hier, sage ich mal, den Rasen uns anschauen, das erinnert halt schon sehr an Last Gen. Das erinnert mich, sage ich mal, persönlich an PES 16. So, PES 16, PES 17. Ihr wisst ja, hier gut den Ball abfängt, aber auch gleich wieder hergibt. Ich will jetzt auf jeden Fall, will ich mal ein Tor machen. Ich weiß, was wir in dem einen Video von letztem Jahr, da haben wir auf jeden Fall gar kein Tor gemacht. Da stand 0-0 am Ende gegen Arsenal. Auch, dass die Sprintentaste, sage ich mal, umgelegt wurde R2 auf dem PlayStation Controller. Ich komme mit diesen Tasten immer durcheinander. Ah, schade, der hätte durchkommen können. Aber jetzt könnte Davis laufen. Vielleicht bringen wir da irgendwo eine. Nein. Hatte gehofft, dass wir vielleicht irgendwie eine Flanke reinbringen. Gut, das mit dem Sprinten, das stört mich immer noch, aber das ist wahrscheinlich halt einfach eine Gewöhnungssache. Also, das so Steuerungsänderungen. Die kommen halt manchmal vor. Aber an sich, sag ich mal, es sieht jetzt halt echt nicht schlecht aus. Also ich habe es auf jeden Fall schlechte Erinnerungen. Ich habe auf jeden Fall was mich sehr gestört hat bei dem ersten Versuch, war der träge Ball. Oder dass der Ball ungefähr, ja, 50 Kilo hatte. So langsam ist der da rumgelaufen. Alter, schon wieder gelb. Was ist denn los mit dem Schiri? Jetzt glaube ich es aber. Ah, das sieht halt, da muss man halt echt sagen, das sieht halt im 21er, sieht das halt zum Beispiel deutlich besser aus an sich, aber man merkt, starker Freistoß, man merkt, sie haben auf jeden Fall was gemacht. Also sie haben nicht gesagt, ja, hier nehmt jetzt halt einfach endlich oder nicht, sondern sie haben auch wirklich, man merkt, sie haben ein bisschen auf jeden Fall am Spiel gearbeitet, was ja schon mal nicht schlecht ist, würde ich sagen. Kriegen wir den hier auf Sané, ja, und dann können wir hier vielleicht auf, ja, Lewandowski hat den Ball zumindest noch. Guck mal, und jetzt hätte ich, ja, da ist er schon, da ist er, da ist er, da ist er. Nein. Ah,
Hätte er den jetzt nicht abgeräumt, dann wäre es wahrscheinlich eine rote Karte geworden. Eine gelb-rote. Hupa steigt da noch ein, aber 0-0 weiterhin. Also ich kann es auf jeden Fall sagen, ich sag mal so, ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, dass man das Spiel auf jeden Fall mal ausprobieren sollte. Ich finde jetzt halt so, wie es ich jetzt halt merke, gut, die Torschüsse waren jetzt halt natürlich überragend. Das Spiel, was man hier jetzt halt im Moment auch sieht. Kurz den Schadensprecher anhören. Gut, ich spiele natürlich auch wirklich Robotics schlecht gerade. Ja, da sieht man zum Beispiel, da sieht der Rasen, sag ich mal, jetzt halt wieder besser aus. In der Kameraeinstellung, also keine Ahnung, wie das geht oder nicht geht, dass das manchmal so aussieht und manchmal so. Es ist, ja, ich habe es auf jeden Fall halt besser in Erinnerung am 21er. Ich schaue manchmal auf den falschen Spieler, muss ich sagen. Das mit dieser Tastenänderung, das kommt mir nicht zugute. Ja, hallo, ey. Was ist denn das? Das war jetzt wieder kein Foul, dass der mich hier über den halben Platz geschliffen hat. Wir wollen aber jetzt halt mal einen schönen Angriff starten. So, Lewandowski. Auf Kumar, in die Mitte, schön reingespielt und da ist er. Und wir machen den Dosenöffner natürlich. Da ist er, da haben wir unser erstes Tor. Hat sich nicht schlecht angefühlt, sag ich mal. Also, jetzt hat nicht das Tor schießen, sondern allgemein der Spielzug. Also, wirklich viel cleaner. Viel, viel cleaner als auf jeden Fall im ersten Versuch. Also, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Also, nennen wir es halt, ja. Nennen wir es den ersten Versuch. So, Lewandowski, ja, ehrlich. Und dann, komm mal, jetzt kurze Eck, so soll es sein. Perfekt. Ich finde auch von den Schatten her, ich weiß, das ist, glaube ich, die Schattensetzung. Kann man das hier skippen? Hallo? Nee, hä? Ah, mit B geht er hier raus. Okay, gut zu wissen. Die das Schattenverhältnis, also das Licht-Schattenverhältnis, weiß ich, war auf jeden Fall in der ersten Version auch relativ schlecht, sage ich mal. Somit, oh Gott. Oh, aber Neuer kommt raus, wie man ihn kennt. So kennen wir ihn. Und wir haben ihn nicht mal rausgeschickt. Er kommt selber raus. Na, guck mal. Auf niemanden. Wir gehen jetzt aus. Und es gibt Einwurf für Juve? Moment, hä? Hallo? Was? Das haben wir aber nicht so gesehen. Ja, Müller. Na, muss ich hier den Ball. Und teilweise wieder. Aber wir bleiben auf jeden Fall, sag ich mal, im Game. Dass der sich da auch den Ball, sag ich mal, zuspielt. Furchtbar. Ich komme immer noch mit der Steuerung nicht klar. Also, dass die Sprintentaste auf einen anderen Knopf gelegt haben, das ist katastrophal. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gerade noch gesagt, da würde man sich schon einlernen. Ja, würde man sich, aber in den ersten Sekunden, sag ich mal, ist es ehrlich gesagt grauselig. Wir wollen auf jeden Fall jetzt halt noch aber wechseln. Müller hat eine gelbe Karte. Dann können wir ihn auf jeden Fall schon mal auswechseln. Dann nehmen wir Gnabry. Und wer ist sonst noch irgendjemand? Wie ist Gnabry drauf? Schlecht. Perfekt. Schupo wäre gut drauf. Dann noch Sabitzer mit. Kimmich und Kure sind eigentlich auch bestens gelaunt, aber trotzdem und Pavard. Und dann nehmen wir natürlich den guten Bouna. Den bringen wir auch noch rein. Schauen wir uns mal, ob es da vielleicht auch eine Wechselanimation gibt. Aber Neuer ist auf jeden Fall da. Schön gehalten. Ja, können Sie sich zu Recht freuen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, so wie ich das jetzt, es empfinde so, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Schritt, man kann mit A überspringen. Natürlich geil. Also aus der Wiederholung geht man mit B raus. Cutscenes kann man mit A überspringen und allgemein überspringen geht auch irgendwie anders noch. Jetzt hat Davis.
nehmen wir hier den ganzen, die ganze Breite des Platzes mit. Auf Gnabry. Schade, nee, kommt nicht mehr durch. Jetzt arbeitet er vielleicht ein bisschen pressen. Ja, das... Ja, nee. So, schön abgefangen auf jeden Fall von Hernandez. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Das kann man, finde ich, schon sagen. Da ist nochmal die Chance. Ja, komm, wir schießen einfach nochmal. Ich habe keinen besseren Ausweg jetzt gerade gefunden. Also, ich sag mal so, wenn sie jetzt halt auf jeden Fall noch ein bisschen auf jeden Fall dran arbeiten. Ich denke mal, nachdem sie jetzt halt da sagen, okay, Season 1, haben sie, sag ich mal, haben wir die Hoffnungen, dass wir irgendwann mal einen neuen Pestteil in nächster Zeit bekommen. Denke ich mal. Er ist damit auf jeden Fall wahrscheinlich beendet. Es sieht doch auf jeden Fall nicht schlecht aus. Also, ich hab's auf jeden Fall deutlich schlechter in Erinnerung, muss ich sagen. Wenn sie jetzt halt noch schaffen, sag ich mal. Also der Ball, finde ich, hat sich immer noch ein bisschen träge angefühlt, muss ich sagen. Die Ansagen da von dem Stadionsprecher finde ich auch cool, muss ich sagen. Aber alles hat sich, ich finde, es hat sich alles noch so ein bisschen träge angefühlt, immer noch, teilweise. Also nicht mehr so schlimm wie im ersten Teil. Neuer mit einer 7-0, ist auf jeden Fall verdient. Komma, bester Spieler mit Lewandowski. Saar bekommt eine eigene Seite noch. Partie beenden. Es hat sich immer noch so ein bisschen, ja, so leicht träge angefühlt, finde ich. Aber wenn man da auf jeden Fall noch dran arbeitet, glaube ich, kann da auch noch ein relativ gutes Spiel entstehen. Ob es vom Grafischen her irgendwann, sage ich mal, also ich glaube schon. Also ich vertraue jetzt Konami mal und sage mal, dass wir das vielleicht hinkriegen, dass es wirklich auch hier auf dem PC so aussehen wird, wie das 21er, dass sie das grafisch hinbekommen, das glaube ich schon, dass wenn dann auch, sage ich mal, der Meisterliga-Modus kommt, oder der Werde zur Legende-Modus und die ganzen Offline-Modi halt, wenn die kommen, glaube ich, kann das auch noch ein ganz gutes Spiel werden. Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, so viel ist festzuhalten. Ja, wer MyClub spielen will, kann es jetzt auf jeden Fall schon spielen. Es ist auf jeden Fall, ich sag mal, es ist auf jeden Fall spielbar. Also die erste Version war auf keinen Fall spielbar. Also ich fand's wirklich, das fand ich wirklich ganz, ganz grauselig. Aber ich würde jetzt halt einfach mal, ja, es ist schwer zu sagen. Man muss natürlich, sag ich mal, abwarten jetzt halt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich werde auch selber jetzt halt auf jeden Fall noch weiterhin in PES 21 spielen, weil es da eben deutlich mehr noch gibt. Allein für mich halt als Offline-Spieler, sage ich mal, der nur die Offline-Modi nutzt, gibt es in eFootball jetzt halt eigentlich nichts zu holen. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ja, mich würde auch natürlich euer Fazit interessieren. Also gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr so von dem Spiel haltet. Ob ihr auch so empfindet wie die Steam-Reviews, die eher, sage ich mal, ein paar mehr positive sind da als negative. Oder ob ihr es trotzdem noch scheiße findet, wo ihr weiterhin PES 21 spielt und. Also gerne einfach alles in die Kommentare reinlachsen. Ich werde auf jeden Fall natürlich mal wieder, auch wenn vielleicht mal wieder ein großes Update kommt, in eFootball reinschauen. Auch wenn dann hoffentlich irgendwann die Meisterliga kommt. Da bin ich sehr gespannt. Auch jetzt hat das mit der MLS, ehrlich gesagt. Ich finde die MLS eine mega geile Liga und finde es auch sehr nice, wenn die in PES wäre. Hätte ich echt Bock, da mal auf jeden Fall eine Saison reinzustrahlen. Aber ja, das ist eben noch alles in der Zukunft. Ich weiß auch nicht. Season 1 underway, 27 Tage noch. Ich weiß jetzt nicht genau, was danach kommt. Ob dann schon Season 2 kommt oder dann irgendwas anderes kommt oder gar nichts. Oder wir werden sehen. Vielleicht sehen wir uns in 27 Tagen schon zum nächsten Update wieder. Ich würde aber sagen, wenn ihr das Video awesome fandet, lasst ein Like, dann einen Kommentar und im besten Fall natürlich noch ein Abo. Wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder. Ob es in eFootball ist oder in 21 oder in einem ganz anderen Video. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall auch wieder mit dabei. Bis dahin. Servus.